Herzlich willkommen. Haben Sie sich heute schon richtig bewegt oder tut Ihnen das Kreuz weh oder tut Ihnen der Ellenbogen weh? Heute geht es genau um das Thema. Mein Name ist Thomas Loretz. Ich bin seit über 40 Jahren Fitness- und Gesundheitscoach und mich beschäftigen einerseits selber Schmerzen. Wie kann ich damit umgehen? Hexenschuss ist ab und zu mein Kollege und den habe ich gerne. Oder mit was für Mitteln kann man überhaupt gegen Schmerzen etwas machen? Früher hat es geheißen, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz, ist von Werner Kiesel Top-Slogan gewesen. Dann habe ich tüchtig trainiert, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln, und habe dann aber trotzdem ab und zu einen Hexenschuss gekriegt und das hat mich natürlich nicht gestört. So bin ich also weitergegangen auf die Suche. Jetzt der erste Punkt ist dann noch einmal gewesen, ja, Schmerzen, was könnte das sein? Aus den Entzündungen raus. Dann müsst ihr mit der Ernährung auch zusammenhalten und die Ernährung hat wieder eine ganz wichtige Sache. Im Stoffwechsel ist es so. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, ernähr dich so, dass möglichst keine Säure entwickelst, also Schokolade und Getreide weglassen und schauen, dass möglichst in ein basisches System hineinkommt. Weil die Ernährung ist viel komplexer, dadurch, dass ja jeder, du hast ganz einen speziellen Stoffwechsel. Und deine Kinder, oder auch meine Kinder, haben wieder einen anderen Stoffwechsel wie ich. Also müssen wir schauen, wie ist unser Stoffwechsel, wie können wir uns so ernähren, dass wir möglichst auch für unsere Gelenke ein gutes Angebot haben, ein Angebot haben, wo die Gelenke nicht entzündet, wo die Gelenke vital halten, nur schon über die Ernährung. Eine ganz spannende Sache ist, wo ich auch drauf gekommen bin, da ist der Maxi, der hat frische Gelenke drin gehabt und hat dort Schmerzen gehabt. Und dann hat ihm der Scheier, das ist die Ernährungsberaterin, die auch mit mir zusammen schafft, Knochenbrühe empfohlen. Er hat die Knochenbrühe gekocht, das sind 24 Stunden lang gekocht von Knochen und entsprechende Gewürze drin. Und den Sud abnehmen, hat die dann auch etwas so gemacht und siehe da, sind Schmerzen reduziert. Also, ein ganzes altes Hausmittel, Knochenbrühe, das kann man im Internet nachschauen, steht alles drin, was dort Tolles dabei ist. Darum zeigt es mir natürlich auch, je nachdem, wie jemand sich ernährt und wenn er die Ernährung verdaut, so dort sich sein Körper mehr basisch oder eben mehr sauer gestalten. Das ist der erste Teil, wichtiger Teil von der Ernährung, den kann man natürlich ganz genau anschauen. Aber da müssen wir natürlich vorbeikommen und mal schauen, wie ist das Verdauungselement, was kann man gut verdauen, was kann man schlecht verdauen und entsprechend so die Nahrung austesten. Immer eine spannende Sache, vielleicht auch nur als am Rande erwähnt, ich teste zurzeit meinen Blutzucker. Das heisst, ich mache einen Blutzuckertest vormessen, dann schaue ich, wie hoch das der Stand ist und dann nachmessen und schaue, was sich dort verändert. Und so kann ich auch ein bisschen schauen, was bringt mich in einen guten Ernährungsmodus, wo möglichst der Blutzucker so ist, dass er optimal ist. Wer das Lust hat, das ist ein kleiner Aufwand, machen doch das auch. Dann sehen wir, wie der Körper reagiert und was euch gut tut. Kleine Nebeneffekte, ich weiß jetzt nicht, ist es nur etwas Training oder Ernährungsumstellung. Ihr habt 2 Kilo abgenommen, was ja auch eine nette Geschichte ist. Jetzt ab zum nächsten Schritt, und zwar, wenn Gelenke Schmerzen haben, dann kann es sein, dass Druck und Zug nicht in einem guten Verhältnis sind, weil durch Druck und Zug leben unsere Knochen, lebt unser ganzes System. Auch Osteoporose ist ein grosses Teil davon. Deswegen, nach einer Studie, die ich gemacht habe, über 2 Jahre mit Krafttraining, hat sich jemand in Wallenstadt untersuchen lassen, der Knochendichte, hat 2 Jahre lang so trainiert, mit Druck und Zug, wenn ich zusammengestellt habe, und ihre Knochendichte ist erhöht. Nebendran natürlich, dass sie auch Vitamin D entsprechend genommen hat, auch Vitamin D3 ist ein ganz wichtiges Element
für eine gute Stabil- oder ja, gute Knochendichte und Struktur. Jetzt der Druck und Zug, das ist, warum ich das erwähne, ist dieses Bindegewebe, wo dahinter steckt, wo eventuell kann zu viel Druck geben oder ungleicher Druck, wenn wir Schonhaltungen einnehmen oder wenn wir uns sehr wenig in den Gelenken bewegen, wie zum Beispiel viel im Büro sitzen und die Knie immer der gleichen Stelle sind. Dann bedeutet das natürlich für die Knie unter Umständen, je nach Angebot an Ernährung, dass dort ihnen zu wenig abläuft. Deswegen länger Training oder eben Phasetraining ist eine wesentliche Geschichte. Wir müssen unsere Knochen, unsere Gelenke ab und zu in Extrempositionen bringen, damit man richtig, wenn man in der Extremposition ist, richtig alles wieder das Bindegewebe zu einem Netz bringt und nicht in die Verpackung hineinlässt. Dort ist der Dr. Parke, der über die Biokinematik Bandscheiben und Bandscheiben und Rückenschmerzen, Bandscheibenschmerzen, wo dann noch eine, das Ganze ausgelöst hat, ein Pionier ist oder ist, immer noch ist, um können Schmerzen zu behandeln, indem er nur gerade die Fasie behandelt hat. Ich bin im Jahr 2000 bei ihm gewesen, habe dort eine Ausbildung gemacht in dieser ganzen Geschichte. Ist an für so eine schmerzhafte Therapie, aber es nimmt Schmerzen weg und es ermöglicht auch dem Körper wieder eine gewisse Schmerzfreiheit zu erreichen. Das ist eine Sache, wenn man mit dem Druckpunkt arbeitet. Die andere Sache ist gezieltes Längentraining. Ich habe im Fitnesscenter oder jeder, der einfach Körper dehnen, macht sich schon eine gute Geschichte. Im Fitnesscenter Five, Rücken- und Gelenkszentrum, wo gewisse Übungen vorgesehen sind, sind die wesentlichen Übungen vom Sprunggelenk bis zum Nacken alles mit Dingen, wo man könnte über Dehnung Schmerzen auch wieder wegnehmen, aber vorher, wenn du vorher behandelt hast, dann noch ein paar viel einfacher und viel besser. Jetzt haben wir gesehen gehabt, Ernährung ist ganz eine wichtige Sache, um Schmerzen zu reduzieren. Und Dehnung ist ganz eine wichtige Sache, um Schmerzen zu reduzieren. Weil Dehnen oder respektive länger Training hat ja sehr vieles auch damit so mit guten Phasen, guter Bindegewebe. Wenn das einen schönen Zug hat, dann sind die Gelenke nicht überfordert mit dem Zug, können sich innerlich noch ernähren. Und das ist ganz wesentlich. Jetzt im zweiten Film denn, sehen Sie, wo müssen wir ansetzen mit Muskeltraining. Muskeltraining ist ganz eine wesentliche Sache, nicht nur zum stärkeren Muskelkrieger, sondern eben auch zum können den ganzen Körper ansprechen. Muskeltraining hat auch gleichzeitig eine innere Hygiene, das heißt auch einen Reinigungsprozess, baut Stress ab und hat sehr viele gute Aspekte, zum können Schmerzen reduzieren. Neben Muskeltraining lernen wir dann auch noch die psychische Hygiene kennen, was ist an der Psyche, was hat das für Element für unsere Schmerzen zu tun. Und ja, spannend ist natürlich auch, gibt es überhaupt den Bedarf, Schmerzen zu behalten. Das sind dann die Sabotageprogramme, wo dann auch im Zusammenhang können Sie mit einem gewissen Schmerzvorteil, den man hat. Man kann ja gewisse Sachen dann nicht machen, weil man kann sagen, okay, ich kann jetzt nicht, weil ich habe Schmerzen und nimmt dann irgendwo nicht teil, wo man den könnte teilnehmen. Also psychisch ist natürlich der Schmerz auch, hat Vorteile und Nachteile, wo man dort dann auch anschauen könnte.